Als Ergebnis des Konflikts um Bergkarabach ist das Dorf Tagawart in der Südkaukasusregion in zwei Teile geteilt. In einem Teil, genannt Kaler Tagawart, ist die armenische Gemeinschaft verblieben, während die Aserbaidschaner den anderen Bereich besiedeln. Fast 400 Menschen sind aus diesem Dorf vertrieben worden. Susanna ist nur eine von ihnen. Wir haben alles hinter uns gelassen. Wir wachten auf, hörten, dass sie bereits auf das Dorf schossen und wir hatten keine Zeit, etwas mitzunehmen. Wir gingen einfach in der Kleidung, die wir anhatten, hinaus. Als wir hörten, dass ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet worden war, kehrten wir nach Stepanakert zurück. Jetzt versuchen wir, uns ein wenig an die Tatsache zu gewöhnen, dass wir möglicherweise hier bleiben werden. Diejenigen, die in Kaler Tagawart geblieben sind, sind ebenfalls besorgt. Das Leben nahe der Grenze beunruhigt viele derer, die geblieben sind. Samvel mit seiner Frau und seinen Kindern waren die erste Familie, die ins Dorf zurückkehrte. Vor dem Krieg fühlten wir uns zu 90% sicher, aber jetzt fühlen wir uns nur noch zu 30% sicher. Ich habe keine Angst, ich habe in meinem Leben schon so viel gesehen, aber meine Kinder haben Angst. Wir haben keine Waffen. Das Dorf wurde in zwei Teile geteilt. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, hier zu leben. Die Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan sind vor gut anderthalb Monaten beendet worden. Die Euronews-Korrespondentin vor Ort kommentierte: Hier ist die 30-Meter-Grenze zwischen Karabach und Aserbaidschan, in der Mitte des Dorfes Tagawart. Dazwischen steht die russische Flagge. Während des Krieges haben die Bewohner des Dorfes ihre Heimat verteidigt, aber jetzt hat die armenische Armee sie ersetzt.